Be the change you wish to see in the world. Auch wenn Gandhi diesen Spruch nie so gesagt hat, ist, denke ich, doch etwas sehr Wahres daran. Und ich glaube, dieser Spruch oder diese Einstellung kann tatsächlich dazu verhelfen, unsere Welt ein Stückchen besser zu machen, zumindest für uns selber. Ich möchte dir ein Beispiel aus meiner Erfahrung bringen. Ich lebe schon sehr lange, eigentlich mein ganzes Leben, immer mit anderen Menschen zusammen. Ich habe noch nie wirklich alleine gelebt. Und wenn du in WGs lebst, dann ist das Streitthema Nummer 1 die Sauberkeit oder die Ordnung. Menschen haben unterschiedliches Sauberkeitsempfinden, Menschen sind unterschiedlich faul, Menschen wollen es unterschiedlich ordentlich haben, ganz normal. Nun ja, früher gab es Phasen in meinem Leben, da habe ich mich sehr darüber aufgeregt, da wurde ich sehr wütend, wenn ich in die Küche gekommen bin. Und es sah furchtbar dort aus und ich musste erst einmal 15 Minuten alles wegräumen von jemand anderen, damit ich persönlich überhaupt zum Kochen anfangen konnte. Das Problem ist, andere Menschen hören es nicht gerne, wenn man sich bei ihnen beschwert. Sich bei anderen beschweren bewirkt auch meistens nicht sehr viel. Die meisten Menschen gehen in den Widerstand, wenn sie eine Beschwerde hören. Und eigentlich ist es auch ein wenig egoistisch, das eigene Sauberkeitsempfinden jemanden anderen aufoktroyieren zu wollen. Dementsprechend habe ich versucht, hier meine Einstellung zu ändern hin zu Be the change you wish to see in the world. Möchtest du von Leuten umgeben sein, die sich die ganze Zeit beschweren? Nein. Möchtest du von Leuten umgeben sein, die sich die ganze Zeit aufregen? Nein. Möchtest du von Leuten umgeben sein, die dich die ganze Zeit ändern wollen, weil sie ein Problem haben? Nein. Deshalb habe ich meine Einstellung zu Sauberkeit und Ordnung komplett umgestellt. Und das mag jetzt ein wenig komisch klingen und es mag ein wenig so klingen, als würde ich mich in eine Opferrolle hineinbegeben, aber das ist absolut nicht der Fall. Weil, was ich von nun an gemacht habe, ist, wenn mich etwas gestört hat an Schmutz oder an Unordnung, dann habe ich aus Dankbarkeit heraus, also aus der Intention und mit dem Gefühl der Freude, es weggeräumt. Ich bin in die Küche gegangen, habe mich bedankt für die Herausforderung und habe begonnen, das Geschirr aufzuräumen, war dankbar dafür, dass ich diese Energie hier hineingeben darf, dass ich es ordentlich machen kann und dass ich Sauberkeit schaffen kann, dass ich überhaupt die Fähigkeit dazu habe. Das darf Dankbarkeit erfahren. Und das Erstaunliche ist tatsächlich, dadurch, dass ich diese Einstellung geändert habe und mein Verhalten geändert habe, hat sich auch etwas in der Sauberkeit tatsächlich getan. Davor, wenn ich mich beschwert habe, hat sich nichts verändert am Verhalten der anderen Menschen. Danach, als ich diese Einstellung geändert hatte, als ich begonnen habe, eben mit Dankbarkeit selber Ordnung zu schaffen und mich nicht mehr über andere Leute zu beschweren, hat sich auch das Verhalten der anderen Menschen auf einmal geändert. Und das ist ein Prinzip, das ich ab dem Zeitpunkt versucht habe, immer mehr anzuwenden. Und ich gebe zu, es fällt mir nicht leicht. Ab und zu rutsche ich noch in das hinein, warum muss ich das jetzt tun, warum soll ich das jetzt machen. Aber dann erinnere ich mich. Erstens, alles andere bringt nichts. Zweitens, es geht mir im Endeffekt selber besser damit. Drittens, stülpe ich mein Sauberkeitsempfinden nicht mehr anderen Menschen über, bin also weniger egoistisch. Probier das einmal aus. Wenn dich etwas stört am Verhalten anderer, dann verändere deine Einstellung dazu, verändere dein Verhalten, lass den anderen so, wie er ist, akzeptiere ihn so, wie er ist und versuche dich und deine Gefühlswelt und deine Gedanken zu verändern. Be the change you wish to see in the world. Probier es aus und schreib mir in den Kommentaren, wie es funktioniert hat. Und zum Schluss lese ich dir noch das Zitat von Gandhi vor, wie er es im Original eigentlich gesagt hat. We but mirror the world. All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body. If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. This is the divine mystery supreme. A wonderful thing it is and the source of our happiness. We need not wait to see what others do.